geschätzte Parteifreundinnen und Freunde, als unser Bundesvorstand zurücktrat, wurde der Wunsch nach neuen Gesichtern als Begründung genannt. Ich bin Wilhelm Brühl, wohne in Rees am Niederrhein, Kreis Kleve. Mit meinen 60 Lebensjahren bringe ich nicht nur erfahrenes Gesicht ohne Schönheitsreparaturen, sondern vor allem neue Perspektiven mit. Nach meiner festen Überzeugung benötigt unser Parteivorstand und unsere Partei weitaus mehr als nur neue Gesichter. Wir brauchen Problemlöser, innovative Denker und analytische Köpfe, Menschen, die mit Herzblut vorangehen und Fortschritte bringen, ausgestattet mit höchstem Verantwortungsbewusstsein und außerordentlichen Innovations- und Effizienzkonzepten. Aus diesem Grund kandidiere ich als Bundesvorsitzender der Grünen. Das ist meine persönliche Entscheidung aus meiner persönlichen Überzeugung. Meine Errungenschaften beweisen sich durch eine goldene Medaille für mittlere Reife, ein Diplom für Luft- und Raumfahrttechnik als Ingenieur mit Prädikat ausgezeichnet, ein Jurastudium und eine deutsche Patenturkunde, wo ich als Erfinder bin stolz eingetragen werden. Mit höchster Kompetenz, Innovationsgeist und analytischem Denken mitgestalte ich über 23 Jahre als Konstrukteur, Ingenieur, Projekt- und Produktmanager unserer Energiewirtschaft und Industrie, wo ich zukunftsweisende Lösungen, Projekte und Produkte entwickle und weltweit umsetze. Davon die letzten 6 Jahre bin ich vielseitig und umfangreich in der Wasserstoffbranche tätig, einschließlich Sicherheits- und Technologiekonzepten und Analysen. Für die Bewältigung von uns stehenden Herausforderungen schlage ich als Kandidat für Bundesvorsitzende der Grünen 5 Kernpunkte vor. Erste, konsequente Armutsbekämpfung. Zweite, innovative Entwicklung und nachhaltige Effizienzsteigerung. Dritte, analytisches Denken verbunden mit leidenschaftlichem Engagement und höchstem Verantwortungsbewusstsein. So arbeite ich auch an meinem Arbeitsplatz. Punkt 4, kompromisslose Offenheit und Transparenz. Und Punkt 5, umfassende und wirksame Kontrolle. Diese sind keine leeren Versprechungen oder inhaltlose Reden, wie sie oft von der Politik zu hören sind, sondern konkrete, zeitnah umsetzbare Lösungssätze. Punkt 1. Mit Stolz als Überzeugung und Überzeugung kann ich berichten, dass wir Grünen bereits einen bedeutenden Meilenstein in der Armutsbekämpfung erreicht haben. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere Photovoltaik und Windkraft, durch die zentrale autarke Energieversorgung, haben wir die Menschen aus moderner Sklaverei des 21. Jahrhunderts, nämlich aus Energiesklaverei, befreit. Doch jetzt ist es Zeit, den nächsten mutigen Schritt zu gehen. Wie sagte Nelson Mandela, der als politischer Vorbild für mich gilt, solange Armut, Ungerechtigkeit und Ungleichheit in der Welt fortbestehen, kann keiner von uns wirklich ruhen. Lieber Wilhelm, ganz kurz. Als einfacher Bürger frage ich mich, warum müssen wir noch immer Umwege über die Strombörsen gehen und 30 Cent pro Kilowattstunde dadurch bezahlen, wenn Nachbarn in der Nähe sind bereit, uns für 20 Cent pro Kilowattstunde Strom zu liefern und sparen damit Netzanspeisung. Das wird eine Win-Win-Situation ohne Fördergeld. Da können wir auch im Bundeshaushalt sparen, wenn solche Lösungen stattfinden. Besonders absurd finde ich, wenn das wirklich so wie in Medien berichtet wird. Unsere Windenergieanlagenbetreiber bekommen Vergütung, ohne Strom ins Netz anzuspeisen, aus einer oder anderen Begründung. Ich habe bei uns keinen Bäcker gesehen, der Brötchen, für nicht gebackene Brötchen das Geld bekommt. Warum das muss bei Windenergieanlagenbranche anders sein? Elektrolyseanlagen kann ich Ihnen als Fachmann berichten aus dieser Branche. Industrielle Elektrolyseanlage und Systeme für Wasserstofferzeugung, langfristige Energiespeicherung und Weiterverwendung, flexibel und zuverlässig, sind da. Man muss nur wünschen, die nutzen.
Darstellung und vollständige Erklärung auch anderen Möglichkeiten für Armutsbekämpfung durch innovative Technologien wird Rahmen zeitlich übersprengen. Deswegen Punkt 2, innovative Entwicklung und Effizienzsteigerung. Als deutsche Erfinder mit zahlreichen umgesetzten, ambitionierten Lösungen und Verbesserungen bin ich überzeugt, dass Innovationen entstehen meistens dort, wo die Synergieeffekte stattfinden. Smartphone kennt jeder, so viele Synergieeffekte statt nur Telefon verbindet er da. Aber in Bayern, liebe Leute, ist ein Tüftler mit Freunden und Familie, ist ihm gelungen, ein Wasserkraftwerk, schwimmendes Wasserkraftwerk zu entwickeln. Mit solchen Wasserkraftwerken können wir Flutkatastrophen an großen Flüssen bekämpfen und Durchflüsse regulieren und grüne Energie gewinnen. Das ist dann Sinn der Sache. Oder können Sie vorstellen, ein Energieerzeugungsgebiet, praktisch ein intensiv funktionierendes Industriegebiet, wo gleichzeitig Erholung, Freizeit, Sport, Spielpark und andere Aktivitäten stattfinden können, Wärmeversorgung und Hitzeschutz zur Verfügung steht. Ein Bürgerenergiepark mit Elektroladesäulen, Wasserstofftankstellen, aber kulturellen, politischen und anderen Bühnen für verschiedene Veranstaltungen, für Kinder und Erwachsene, um deren Kreativität und Talente zu entfalten. Und ich frage mich, warum solche Projekte sollen zuerst irgendwo in Dubai gebaut werden und dann nicht nur Erdöl und Erdgas, auch solche Innovationen müssen wieder dann nach Deutschland importiert werden. Entschuldigung. Kein Problem, einen kurzen Hinweis bitte in die Halle. Es wäre super, ihr würdet die Aufmerksamkeit herstellen, die den Leuten gebührt, die sich hier als unsere Bundesvorsitzenden bewerben. Wenn ihr euch unterhalten möchtet oder irgendeinem anderen Bedürfnis nachgehen wollt, dann tut das bitte draußen. Du kannst weitermachen. Dankeschön. Was die Effizienzsteigerung betrifft, kann ich als Beispiel nennen aus meinem beruflichen Umfeld Elektrolyseanlagen. Wir alle reden über Wasserstoff. Wir erzeugen Wasserstoff mit industriellen Elektrolyseanlagen. Alle wissen, dass ein Kilo Blei ist wesentlich schwerer als ein Kilo Wasserstoff. Kann man so lächerlich sagen. Deswegen wahrscheinlich achtfache Menge vom wertvollen Gas, vom Sauerstoff, bei Wasserstoffproduktion ist in die Luft abgelassen. Es findet statt nur in einzigen Pilotprojekten Nutzung von diesem wertvollen Gas. Können Sie eine Pizzeria vorstellen, wo 9 Pizzas gebacken werden und 8 weg in die Mülltonne geschmissen werden dann? Warum soll das bei Elektrolyseanlagen anders sein, wenn wir über Nachhaltigkeit und Effizienz reden? Und vor allem, wenn wir an Umweltschutz denken, wenn wir an Klimaschutz denken, mit Sauerstoff kann man unseren Abwasser so reinigen, dass da keine Medikamentreste, keine Spurenelemente mehr bleiben. Also wir kriegen sauberes Wasser, sauberes Umfeld. Was muss man noch besser wünschen? Man kann Sauerstoff für Lebensmittelindustrie, der große Bedarf, für chemische Industrie, Pharmaindustrie und, Felix, auch für Stahlindustrie sehr effizient nutzen. Wir kämpfen gegen Klimaerwärmung. Ich will deswegen nicht über die Abwärme, was Kohle, Gas und Atomkraftwerke rauspusten, Atomkraftwerke sei Dank nicht mehr. Aber Sie können diese Abwärme alle sehen. In kalten Zeiten gleich kommt das durch die Schwaden. Ich habe 8,5 Jahre im Bereich Kühlturmbau als Konstrukteur gearbeitet. Da werden Terawattstunden als Wärme rausgeschmissen. Und wenn wir über Unterstützung für Landwirtschaft denken, warum können wir uns auch nicht die unterstützen mit Bekämpfung bei Gülleaufbringung auf Felder und Wälder sozusagen. Dadurch kann man nicht nur Wasserstoff aus Biogas und diese Biogastechnologien, die sind schon 20 Jahre und mehr entwickelt,
Das ist schon entwickelte Technologie. Wir können Wasserstoff aus diesem Biogas gewinnen. Wir können Biodünger gewinnen. Und wir können auch Ammoniak als Brennstoff nutzen, der bei 70 Grad unter bestimmten Voraussetzungen sich verbrennen lässt und 700 Grad Wärme bringt, meine Damen und Herren. Punkt 3. Analytisches Denken und zielstrebige Arbeit mit brennendem Herzen und höchstem Verantwortungsbewusstsein. Meine Beispiele zeigen, dass jedes Projekt, jede Investition benötigt. Wilhelm, kommst du langsam zum Schluss, bitte? Ich komme zum Schluss. Innovatives Denken, aber vor allem Verantwortungsbewusstsein. Deswegen schlage ich vor, umfangreiche Haftpflichtversicherungen für jeden Politiker und jeden Manager, die Entscheidungen über die Lebensqualität und Wohlstand in unserem Land treffen. Und die Versicherung muss je höher sein, desto die entstehenden Schaden kommen könnten. Zum Schluss will ich sagen... Bitte jetzt zum Schluss kommen, Wilhelm. Genau. Innovationen sind zweifellos der Schlüssel der nachhaltigen Wohlstand unseres Landes. Und das müssen wir sichern. Gemeinsam gestalten wir ein innovatives Deutschland. Es ist jetzt We will keine make Zeit mehr. Germany innovative. Deswegen stehe ich hier und möchte ich bei jedem und jeder bedanken für die Unterstützung meiner Kandidatur als Bundesvorsitzender der Grünen. Gemeinsam werden wir Deutschland innovativ in die Zukunft führen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Wilhelm. Und Wilhelm Brühl bekommt dann auch höflichen Applaus. Und was wir uns hier gerade gefragt haben, ob es auch Fragen gibt an Wilhelm Brühl. Und siehe da, es gibt welche. Was ist deine Antwort auf den Rechtsextremismus in Deutschland und insbesondere in Ostdeutschland? Dann von Luis Skrabania aus dem Kreisverband Hannover. Was willst du im Bereich Queerpolitik machen? Dann von Helge Piepenburg aus dem Kreisverband Schaumburg. Hast du politische Vorerfahrung? Und von Susanne Lohmann aus dem Kreisverband Stormarn. Wie stehst du zu Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt? Du hast 4 Minuten Zeit. Recht herzlichen Dank für gestellte Fragen. Meine feste Überzeugung nach, Rechtsextremismus bzw. rechtsextreme Kräfte nutzen die Armut vor allem als Treibstoff für deren Triebwerke. Als Ingenieur, wenn kann ich so sagen. Deswegen meine Antwort an dieser Stelle ist Armutsbekämpfung. Wir müssen im 21. Jahrhundert nicht wie im Mittelalter leben, wann arme Menschen nicht mehr die Zahnersatz leisten können und zahnlos laufen müssen und beschädigen komplett Gesundheit bei sich von Darm bis zum geht nicht mehr. Zweite Frage für Cleaning. Wenn wir wirklich effizient bei der Herstellung von Wasserstoff in Elektrolyseanlagen auch daraus kommende Sauerstoff nehmen und auch die entstehende Abwärme bis zu 30% von diesem Prozess bei 10 Megawatt, das sind schon 3 Megawatt thermische Wärme, dann können wir auch wesentlich sauber und CO2-frei weiter unseres Land entwickeln. Und bezüglich meiner politischen Erfahrung, ja, habe ich politische Erfahrung. Ich war Landtags- und Stadtratsabgeordneter in Stadt Kharkiv. Ist schon 25 Jahre her, aber ich möchte mich bei Frau Annalena Baerbock bedanken und besteht noch weiter vor die Hoffnung, obwohl ich bin deutscher Bürger, ich habe keine zweite Staatsangehörigkeit und mein Herz schlägt für Deutschland. Trotzdem, Annalena, ich bin dir sehr dankbar und gebe meine Kräfte für den Wiederaufbau nach dem Kriegsende. Danke.